Hallo, mein Name ist Sophia Raber von Elektro Air Systems. Heute erkläre ich Ihnen, wie Sie die Gehäusestellung eines Gerätes umbauen können. Bitte beachten Sie, dass der Umbau einer Gehäusestellung nur in derselben Drehrichtung möglich ist. Abgedichtete Geräte dürfen nicht umgebaut werden, da sonst die Dichtheit des Gerätes nicht mehr gegeben ist. Ein abgedichtetes Gerät erkennen Sie anhand des verbauten Dichtbandes zwischen den einzelnen Gehäusehälften. Wenn Sie die Gehäusestellung umbauen möchten, brauchen Sie lediglich einen Akkuschrauber mit passendem Bit-Einsatz, eine Rätsch sowie einen passenden Imbusschlüssel, um die Fußschrauben zu lösen. Bitte vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Gerät, welches Sie umbauen möchten, nicht mehr in Betrieb befindet. Alle Geräte müssen außer Betrieb sein. Bevor Sie mit dem Umbau des Gerätes beginnen, legen Sie Ihr Gerät hin und sichern es vor Herunterfallen. Sobald Sie Ihr Gerät sicher platziert haben, können Sie damit beginnen, die Fußschrauben zu lösen. Nach der Demontage des Fußes können Sie alle Gehäuseschrauben entfernen. Sobald Sie alle Schrauben des Gehäuses entfernt haben, können Sie Ihr Gehäuse in die gewünschte Stellung drehen. Achten Sie hierbei darauf, dass das Gehäuse nicht am Laufrad streift. Befindet sich das Gehäuse in der gewünschten Stellung, können Sie alle Schrauben des Gehäuses wieder einschrauben. Abschließend muss nur noch der Fuß montiert sein. Schon haben Sie Ihr Gerät in der gewünschten Gehäusestellung. Weitere Tutorials finden Sie in unserem YouTube-Kanal.